Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni mit mir, den Xern, und schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja, wir sind endlich in Katzbuckel angekommen. Wir hatten in der letzten Folge unseren ersten Bosskampf, der ziemlich spektakulär war. Ja, und jetzt haben wir unsere erste große Hauptstadt hier. Gibt es auch eine Menge zu entdecken. Du erhältst 5 Gulden. Ja, hier werde ich mich auf jeden Fall genauer umschauen. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die Quest an. Ich glaube, jetzt wird mir sowieso erstmal alles gezeigt. Komm schon, Mann. Was träumst du schon wieder rum? Ja, wir wollen zum Palast. Da werden wir. Ja, ich gehe erstmal Richtung Palast. Jeepers. It's so different. Stop staring, man. It's rude. But look at those goofy clothes. Goofy? Are you blind? You are the goofy one around these parts. Huh? Look at his funny clothes. Huh? Crikey, we better get you a new outfit before they put you in the zoo. Come on, Ollie boy. Okay. Ja, sind alle ein bisschen neugierig. Tut mir leid, Olli. Egal, wie modisch die in Mutterwil auch sind. Mit den Sachen kannst du hier echt nicht rumlaufen. Sind meine Kleider echt so seltsam? Aber ich habe keine anderen. Dann müssen wir die halt welche kaufen, oder nicht? Hier in Katzbuckel gibt es eine Menge Läden. Mann, einer von denen wird ja wohl Klamotten im Angebot haben, oder? Wahrscheinlich schon. Okay, suchen wir einen Laden, wo ich mir was zum Anziehen kaufen kann. Na, das klingt doch nach einem Plan. Dann werden wir das erstmal machen. So. Und ihr seht ja die blauen Punkte. Kann ich schon mal im Voraus sagen. Und die blauen, also ihr seht doch die blauen Punkte auf der Minikarte. Und die blauen Punkte da neben dem Stern ist ein blauer Punkt, der leuchtet. Da bekommt ihr Nebenquests. So. Hier ist noch eine Truhe, die kann ich aber noch nicht öffnen. Hey, Omi. Entschuldigen Sie bitte. Verkaufen Sie Kleidung aus dieser Welt? Ich meine, verkaufen Sie gewöhnliche Kleidung? Kleidung, mein Lieber. Ach, Champukuk. Wir haben gerade leider keine in unserem Fohuntaus. Sag doch sowas nicht, Mann. Guck doch, wie der Junge rumläuft. Ist ja endpeinlich. Alle schauen ihn schief an. Ich kann mich nirgends mit ihm blicken lassen. Eine Fee. Früher war die überall, aber die Kinder, heutzutage, wissen sicher gar nicht mehr, wer ihr seid. Wem sagst du das? Die Jugend von heute, Mann, respektlos, ungebildet, frech wie Oscar. Die würden eine Fee nicht mal erkennen, wenn sie ihnen vors Schienbein tritt. Nicht wo die du, Fräulein. Nicht wo wie du, Fräulein. Also, was die Klamotten angeht. Ja, mein Lieber. Lass mich nachdenken. Ulrike, da fällt mir ein. Hier war einmal ein Reisender, der seine Kleidung dagelassen hat. Er hat sich neu eingekleidet und die alten Sachen einfach hier zurückgelassen. Wisst ihr? Mehr oder weniger von menschlicher Statur und billig, möchte ich meinen Schick. Wir nehmen die Klamotten. Aber Tröpfchen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Er war der Kuhhunde. Ja, er sagt, es seien besondere Kleider geworden aus den Fasern des Himmelsbaums, wenn ich nicht recht entsinne. Schön bequem, extra strapazierfähig. Und Glück bringen sie auch noch. Das einzige Problem wird die Größe sein. Wenn du das anziehen willst, werde ich ein paar Stuhunden brauchen, um Änderungen vorzunehmen, mein Lieber. Andernfalls würdest du darin schwimmen, könntest du morgen wiederkommen. Ja klar, Mann. Was sagst du, Olli? So ein Glücksgriff. Prima, vielen Dank, gnädige Frau. Oho, es ist mir ein Vergnügen, mein Lieber. Tschüss, tschüss, bis morgen.
Bis morgen ist es ja noch ewig hin, Mann. Ich würde am liebsten gleich zum König, aber das geht ja nicht. Solange wir das mit deinen Klamotten nicht geregelt haben, oder? Vermutlich, aber was sollen wir bis dahin tun? Ich weiß, die Wache am Tor hat doch was von einer Karte gesagt, die du hier in der Stadt besorgen kannst, oder nicht? Irgendwas Express oder so hieß der Laden. Der Laden, wo wir gerade waren. Mit der Eule, das war die Boutique. Boah, Alter, der Akzent, ey. War es Auftragsexpress? Du hast einen Vogel abgeschossen, das war's. Ja, wusstest du doch, dass es was mit Express war. Hast du dir gut gemerkt, Olli? Die Läden hier haben aber komische Namen. Meinst du, die würden halt danach benannt, wie sie aussehen? Dann mal auf Auftragsexpress, aber flink wie ein Spatz, okay? Ja, dann werden wir das doch tun. Erstmal ein paar Nebenquests, bis die Klamotten fertig sind. Klingt doch nach einer super Idee, wie ich finde. Muss man nur noch den Laden finden. Ja, die gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Ob ich hier überhaupt alles finden werde. Gib mir Mühe. So, hier haben wir unseren Auftragsexpress. Willkommen bei Auftragsexpress. Ihr könnt bedürftige Hilfe suchen, auf dass ihr Sorgen verfliehen. Ihre, sorry. Und wir gerne Aufgaben für Menschen in Not übernehmen. Will ist stets willkommen. Was für Aufgaben meinen Sie denn? Du weißt. Das weißt du wirklich nicht? Meine Güte, du bist wirklich nicht von hier, oder? Aber ich will es dir geschwind erklären. Leute, die Hilfe benötigen, kommen in Scharen zu mir. Sie hoffen, dass jemand ihre Aufträge für sie erledigt. Oh, ich kann gerade nicht wegen meiner Nase meine Stimme verstellen. Du wirst auf deinen Reisen viele Leute treffen, die Unterstützung brauchen. Und du wirst dich entscheiden müssen, ob du ihre flatternden Herzen beruhigen willst, indem du ihre Aufgaben erfüllst. Wirf einen Blick auf die Anschlagtafel da drüben. Da hängt eine Liste mit allen Aufgaben, die du übernehmen kannst. Beim Auftragsexpress kannst du eine Mission annehmen, um bestimmte Monster auszuschalten. Das ist als Monsterjagd bekannt. Wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du das Hauptmenü aufrufen und einen Blick in dein Tagebuch werfen. Mein Tagebuch? Okay, ich glaube, ich habe verstanden. In deinem Tagebuch kannst du auch sehen, wie viele Verdienststempelkarten du besitzt. Oh, der Torwächter hat etwas darüber gesagt, aber ich glaube, ich habe keine. Hoho, das ist keine. Das lässt sich Flux ändern. Pass gut auf, diese Stempelkarten auf. Du brauchst sie, um Stempel zu sammeln, die du für erledigte Aufgaben bekommst. Ja, dann kriegen wir immer richtig geile Goodies, wenn wir das machen. Und ich werde auch versuchen, wirklich jede Quest zu erledigen. Wenn du ein paar Karten voll hast, kannst du sie gegen Belohnung einlösen, die du auf deinen Reisen sicher von Nutzen sein werden. Geh einfach zum nächsten Auftragsexpress-Filiale, gib deine komplettierten Karten ab und die Belohnung gehören dir. Okay, vielen herzlichen Dank. Anderen aus der Patsche zu helfen gehört zum Weltretten dazu, Olli. Aber bevor du mit den guten Taten anfängst, brauchst du die passenden Klamotten. Die Großmütterchen hat gesagt, deine Sachen werden morgen fertig sein. Alright, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir erstmal in den Katzenkorb gehen und uns eine Runde aufs Ohr hauen. Was? Das Tagebuch kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Ja, alright. Ja, dann machen wir erstmal einen Nickerschäden. Was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, Leute. Wir haben noch Zeit. So, hier können wir schon mal unsere erste Queste annehmen. Meine Güte, wo sind die kleinen Racker denn nun schon wieder hin? Stimmt etwas nicht? Meine Jungs, die drei laufen dauernd weg und kommen nicht nach Hause zurück. Ich weiß, dass sie nur spielen, aber ich habe Angst, dass sie sich wehtun könnten. Sie sorgen sich sehr um sie, oder? Das stimmt, und heute sind sie noch später dran als sonst. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Ach, Mütterchen haben es einfach nie leicht. Egal, was passiert, nicht?
Hast du vielleicht ein bisschen Zeit? Könntest du noch mal nach meinen Jungs sehen? Ja, das machen wir. So, unsere erste Kiste. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästigen muss, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du mir Bescheid geben könntest für den Fall, dass du sie findest. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. So. Dann haben wir das schon mal. So. Aber wir gehen erstmal ratzen und holen erstmal unsere Klamotten dann. So, habe ich denn genug Geld? Willkommen in der hiesigen Herberge des Katzenkorbkette. Wir bieten Ihnen eine schnurrgemütliche Atmosphäre und miauser ordentliche günstige Preise. Alright, ja, dann ratzen wir mal eine Runde. 10 Gulden. So, es freut uns, dass ihr miau auf einen Besuch vorbeigekommen seid. Miau, ihr seid etwas seltsam. Ihr seht etwas seltsam aus, ihr seid wohl ein Reisender, nicht wahr? Dann seid ihr herzlich eingeladen, in jeder unserer Herberge Rast zu machen. Wohin miau immer auch eure Reisen führen mögen. Wir sind sehr stolz, miau, auf unsere wollig warmen Betten und hoffen, dass sie euch ebenso sehr gefallen. Vielen Dank. Hä, sieh nur. Dein magischer Begleiter, irgendwas hat sich verändert. Ah, das nenne ich nützlich. Die Erinnerungen aller Reisenden, die hier abgestiegen sind, haben ihn wieder ein wenig ergänzt. Na sowas, damit hätte ich nicht gerechnet. Wieso nicht zum Kuckuck? Schließlich ist das ein richtiges, mächtiges Zauberbuch. Wir übernachten besser in so vielen dieser Bude wie möglich, was? Tja, schätze schon. Alright. Ah, da kriegen wir aber schönes Geschichten. Nicht sehr gut. Oliver? Oliver? Huh? Mom? Mom! You've done so well to make it this far, Oliver. Mom? Is this a dream? You must listen to me now, Oliver. You have to go to him. To face him. And when you do, you'll learn the truth. Promise me, no matter how hard it is. Him? Mom, who's him? Mom, what do you mean? He's someone very important to both of us. But who is he? And where do I have to go? It's all right, sweetie. You're already on your way. Don't give up, Oliver. No matter how hard it gets. Ach Mensch, es tut mir so leid. Ja, ich kann da auf jeden Fall mitreden. Ja, es ist auf jeden Fall nicht schön, seine Mutter zu verlieren. Sag es mal so. Guten Morgen, junger Mann. Und was für ein miaunehmender schöner Tag heute ist. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wunderbar, ihr möchtet gewiss mir aufbrechen. Wenn ihr mir auf euren Reisen an einem anderen Katzenkopf vorbeikommt, dann übernachtet doch wieder bei uns. Danke, Gnädigste. Bis bald. Gut, Olli. Zurück zum Eulenladen, okay? Alright. Mama! Ja, dann speichern wir mal kurz. Sicherheitskopie habe ich schon gemacht. So, guck mal, hier ist sogar noch was. Digga, fast übersehen. Du erhältst einen Kuchen. Könnte ich jetzt meinem Wichtel geben, aber... Der mag Schokoriegel, den werde ich nur mit Schokoriegeln füttern. Da werde ich gleich auch noch mal gucken, ob ich irgendwo Schokoriegel kaufen kann. Dann können wir den nämlich schon mal leveln. So, hier ist nichts drin. So, die Mutti hier, die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Huhu, da bist du ja, mein Lieber. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass deine Kleider fertig sind. Schick, probieren Sie am besten gleich an, ja, Olli?
Klar. Ich hole sie für dich, mein Lieber. Warte hier, ich komme gleich zurück. Hurig. Ja, vielen Dank, gnädige Frau. What do you think? Huh? Oh, that's trendy. You look proper sharp, Ollie boy. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus, möchte ich mal meinen, wa? Ist das nicht ein bisschen albern? Ich meine ja nur ein Umhang. Was soll das heißen, mein Lieber? Passt wie die Faust aufs Auge. Vielen Dank. Wie viel kostet das? Oho, die alten Sachen. Red doch kein Unsinn. Du tust mir einen großen Gefallen, wenn du mir den Kram abnimmst. Wirklich, sind Sie sicher? Uhu, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas genäht habe. Das war halt ein Spaß, Liebling. Mach dir keine Gedanken darüber. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du Hund wieder etwas Baby einkaufst würdest. Du das tun, mein Lieber? Natürlich machen wir das. Vielen Dank. Was ein Glück, Olli. Wir sind dem Laden wohl den einen oder anderen Besuch schuldig. Auf jeden Fall. Ja, wir haben neue Kleidung. Das ist schon mal sehr gut. Und wo du jetzt so schnieke angezogen bist, können wir rüber zum Palast. Schick. Zeit, den König zu besuchen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, aber erstmal machen wir ein paar Nebenquests. So, und wir haben ja versprochen, bei ihr einzukaufen. Mal gucken, was sie hat. Wer ist da? Oh, ein Kuhhunde. Wie kann ich behilflich sein? Ja, was hast du denn Schönes? Ein paar Schokoriegel. Kaufen wir mal 10 Stück. Ich gehe ja dann nochmal aufpowern. Ja, und dann gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich nicht brauche. Nee. Danke für euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt können wir mal den Wichtel ein bisschen verwöhnen. Um den Angriff ein bisschen zu steigern. Ja, ist jetzt nicht so spannend, ich weiß. Aber ich würde die gerne alle auf einmal geben, aber... Oh, guck mal, wie die Vertrautheit hier levelt, Alter. Wunderbar. Ey, habe ich ja genau richtig gekauft. Da kommt noch das zweite Herz. Angriff von Wichtel gestiegen um einen Punkt. Ja, gut, dann haben wir das auch getan. Die Truhe kann ich noch nicht öffnen. So, würde ich sagen, sehen wir uns mal ein bisschen in der Stadt um. So, hier kann ich noch eine Quest annehmen. Miau, das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Fleißig am Dekorieren, was? Ich sag ja immer, eine Blume oder zwei, das ist ja schon ein Unterschied. Machen alles gleich viel freundlicher, ja? Ja, und schlecht. Gerade eben dachte ich, ich könnte ein paar Blumen gebrauchen, um einen Hauseingang zu verschönern, nicht wahr? Wirklich, was für Blumen würden Sie denn gerne benutzen? Ja, ich hätte gerne etwas Schönes, Helles und ich brauche frisches Quellwasser zum Gießen. Da habe ich, glaube ich, sogar schon was. Ja, ich weiß, du kannst mir helfen. Hast du ein bisschen Zeit übrig? Bitte, 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 bitte. Oh, danke, du bist ein wahrer Gentleman. Gut, kannst du mir bitte 2 Weinboots und 2 Flaschen Quellwasser bringen? Natürlich. Oh, aber wo finde ich die? Im Laden kann Maut sowas nicht kaufen. Du musst im Hügelland danach suchen. Ja, auch keine Sorge, du wirst die glitzernden Sachen sehen und nehmen an, du hast außerhalb der Stadt schon glitzernde Stellen gesehen, oder?
Du solltest sie mir auf jeden Fall genauer untersuchen. Wenn du welche findest, so wirst du viele wertvolle Gegenstände entdecken. Ja, eins noch. Wenn du an solchen einer Stelle etwas einsammelst, hört sie mir auf zu glitzern. Aber keine Sorge, nach einer Weile ist das Funkeln wieder da. Und mit ihm der Gegenstand. Verstanden? Vielen Dank. Ah, die spawnen die Sachen, wenn man die aufhält. Gut zu wissen. Wir werden die Stadt verlassen und noch diesen glitzernden Stellen Ausschau halten. Dufte, da packt einen gleich die Sammelwut, oder nicht? Ich glaube, ich habe die Sachen sogar schon. Vielen Dank, ihr zwei seid wirklich zu nett. Hm. Ja, du hast schon alles gefunden? Jawohl, das sind die richtigen Dinge. Oh ja, Schnurrig, einfach Schnurrig. Ich bin dir sehr dankbar, mein Kleiner. Hier ist ein kleines Geschenk zum Dank für deine miauopfernde Hilfe. Oh, oh. Und zwei Stempel. Nee, einen nur. Doch, zwei. Du hast zwei Verdienststempel. Na, wie geil ist das denn bitte? So, dann gucke ich mal, was wir da noch Schickes bekommen haben. Rüstung. Ah, so war das. Alright. Gut, neues Schild für unseren Wichtel. So, hier war der Anfang. Okay, ich muss mal ein bisschen den Überblick. Muss mal ein bisschen den Überblick bekommen. Hier ist noch ein Waffenladen, da werden wir auch noch einkaufen gehen. Da wollte ich aber erstmal noch ein bisschen Geld. So, hier kommen wir glaube ich noch nicht rein. Will ich schon mal die Quest mit den Kindern machen, ja? Ach, guck mal, da haben wir noch was vergessen. Ich glaube, irgendein Kind war noch in irgendeinem Laden drin. Ich bin mir nicht sicher, an welchen. Ich glaube, an Waffenladen. Ich guck mal kurz. Ich geh auch nochmal in die Lehen rein. Ah, sag ich doch. Hab's doch gewusst. Oder geahnt. Au, das tut weh. Oh, wie nur. Das arme Kerlchen hat sich wehgetan. Muss einer der verschollenen Kleinen von der Dame sein. Sollten ihn besser verarzten, was? Oh ja, das sieht schmerzhaft aus. Aber was können wir tun, Tröpfchen? Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mann, Olli, Gedächtnis wie ein Sieb, aber echt. Du bist doch Zauberer, oder nicht? Was mit Magie verflixt? Hm, okay. Und wie stelle ich das an? Welchen Zauber muss ich benutzen, Tröpfchen? Ja, Linda in der Hand, das weißt du doch. Da wird doch das Huhn, der Hund in der Pfanne verrückt. Ich sag's nur einmal, okay? Linda in der Hand, Junge. Capito, verflixte Linda in der Hand. Aber jetzt hast du es zweimal gesagt. Oh, es tut weh. Okay, stillgehalten. Ich will dir nur helfen, okay? Ah, ja. Boah, man muss ganz schön viel lesen in dem Game, ja? Also seid mir bitte nicht sauer, wenn ich mich hier und da mal verlese. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mein Bestes. Hm, es tut nicht mehr weh. Hurra, mir geht's wieder gut. Hör mal kurz, deine arme Mutti macht sich Sorgen um dich. Verstehst du? Ab nach Hause mit dir. Ja, ich versprech's. Danke, dass du mich gerettet hast. So, ja, Geld haben wir noch nicht. Das werden wir später machen. Später, noch ein bisschen Geld farmen. So, einen von den Bengel haben wir gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Wo gehen wir jetzt lang? Hier lang. Genau. Hier noch was ist. Es ist wirklich eine Menge zu entdecken. Kann ich nicht runterspringen? Hm.
Musik ist so schön. So, hier komme ich auch nicht lang. Ja, schade, dass ich hier nicht einfach runterspringen kann. Ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich da hinkomme. Aber das werde ich wohl noch rausfinden. 10 Gulden erhalten. Wie geil ist das denn? Oh, nö. Ha, und nicht schlecht. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Ach, guck mal. Nee, das ist Mutti. Dachte, der wär noch eine Quest. Ja, war noch eine Quest. Miauweia, in welchen Krug habe ich ihn Schnurr gelegt? Stimmt etwas nicht? Miau, mein kostbarer Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchen Krug ich ihn versteckt habe. Oh, das ist ja schlimm. Was für ein Schatz ist das denn? Der rote Ohrring meiner Großmutter. Er hat eine miauneben schöne Farbe. Könnt ihr mir vielleicht zur Pforte gehen und beim Suchen helfen? Ja, machen wir das doch, wa? Es ist in einem dieser Krüge, die überall in der Stadt zu finden sind. In einem der Krüge sagst du, lass mich nur machen. Du bist ein wahrer Gentleman. Ja, Leute, und an der Stelle machen wir erstmal Feierabend. In der nächsten Folge geht es hier weiter mit Questen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt unter das Video und kannst mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn du kein Video verpassen willst. Bis zum nächsten Mal, euer Xtern.